Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen nicen Car-Duplication Glitch zeigen. Mit diesem Car-Duplication Glitch macht ihr jedes Mal saubere Kopien. Das heißt, ihr benötigt kein persönliches Kennzeichen. Ihr braucht die Hilfe von einem Freund. Ebenso braucht ihr eine Arena-Werkstatt. In Arena-Werkstatt muss ich das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy, komplett aufgetunt. Dann braucht ihr noch so viele LEDs in irgendwelchen Garagen, so viele Kopien, wie ihr euch halt erstellen wollt. Ebenso braucht ihr einfach dann noch irgendein anderes Auto, einen Nachtclub. In dem Nachtclub braucht ihr entweder ein Terabyte oder eine Lieferantengarage und dort dann irgendein Fahrzeug drin. Und dann würde ich sagen, lasst uns auch direkt losstarten. Begibt euch einfach mit eurem Freund zum Casino, fordert euch einfach irgendein Auto an, das Auto, das geht aber nicht verloren, da braucht ihr keine Angst zu haben, lasst einfach euren Freund mit einsteigen und wir fahren dann einmal in die Parkhausgarage rein, nicht in die Penthouse-Garage, in die Parkhausgarage. Dort angekommen, steigen wir aus, lassen unseren Freund einmal einsteigen und mehr muss der Freund auch die ganze Zeit nicht machen, einfach nur im Auto sitzen bleiben, so lange bis wir ihm dann Bescheid sagen, dass er wieder aussteigen kann. Als nächstes begeben wir uns dann einmal zum Nachtclub, aber ganz wichtig, jetzt kein persönliches Fahrzeug anfordern, einfach jetzt ein Jobteleport mit einem NPC-Fahrzeug oder mit irgendeinem Helikopter hinfliegen. Dort angekommen, gehen wir dann einmal in die Terabyte-Garage oder in den Lieferanteneingang rein, steigen dort in irgendein Auto ein, drücken einmal Steuerkreuz nach rechts, jetzt werdet ihr merken, dass ihr gefreezt seid, wir drücken einmal auf Options, auf Kreis und nun können wir wieder aus dem Auto aussteigen. Als nächstes begeben wir uns dann einmal zur Arena. Ihr werdet jetzt merken, dass ihr aus dem Nachtclub nicht mehr rauskommt. Da müssen wir jetzt einmal den Job-Teleport machen. Wir suchen uns einfach irgendeinen Job raus in der Nähe von Arena. Gehen dann einmal auf Freunde, suchen uns dann den Anavac-Bot raus. Irgendeinen Anavac-Bot raussuchen. Einmal beitreten. Die erste Meldung, die nehmen wir an, die zweite Meldung lehnen wir ab und schon sind wir vor der Arena. Wir begeben uns dann einmal zur Werkstatt, steigen jetzt in das Auto ein, was wir duplizieren wollen, drücken Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Irgendwas Günstiges an dem Fahrzeug ändern, als nächstes dann die Arena verlassen. Draußen angekommen, öffnen wir das Handy, rufen den Mechaniker an, fordern uns jetzt einmal irgendeinen kostenlosen LEG an oder irgendein Auto, was er nicht mehr benötigt. Da das Auto, was er jetzt anfordert, das geht dann hinterher verloren. Das wird dann ausgetauscht durch den Winnie Easy. So nach ungefähr 3-4 Sekunden können wir jetzt unserem Freund Bescheid sagen, dass er aus dem Auto aussteigen kann. Und wenn unser Freund aus dem Auto aussteigt, werdet ihr sehen, dass jetzt auch das Kennzeichen ändert und somit habt ihr eine saubere Kopie. Wir öffnen einmal das Interaktionsmenü, fordern uns dann einmal die MOC an, begeben uns dorthin, fahren einmal hinten rein. Falls ihr jetzt ein Fahrzeug hinten drin stehen haben solltet, einfach die Fahrzeugmeldung Vollmeldung annehmen. Das Auto, was dann jetzt in der MOC stand, steht dann jetzt in der Garage, wo ihr den LEG hier angefordert habt. Die neue Kopie steht dann jetzt in der MOC drin und euer Original natürlich noch in der Arena. Und ja, so könnt ihr euch jetzt noch permanent neue Kopien erstellen. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.